Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 8. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Gesetz zur Änderung des Hessischen Sicherheitsüberprüfungsgesetzes. Hierzu gibt es auch den Änderungsantrag der Fraktion der SPD, 2016-66. Berichterstatter ist der Kollege Alexander Bauer. Bitte sehr, Alexander. Herr Präsident, die Beschlussempfehlung und der Bericht des Innenausschusses zum Gesetzentwurf der Landesregierung zu dem Gesetz zur Änderung des Hessischen Sicherheitsüberprüfungsgesetzes, Drucksache 20-1090. Beschlussempfehlung. Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, AfD dafür, gegen die Stimmen von SPD, Freie Demokraten und DIE LINKE. Vielen Dank, Herr Berichterstatter. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Wissenbach, AfD-Fraktion. Ja, Leute, da müsst ihr euch auch melden. Ja, willst du zuerst jetzt? Nein. Also, Kollege Wissenbach. Und dann kommt, ja. Erste bin, aber gut. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben am 17.10.19 im Innenausschuss viele Stellungnahmen von Kriminalbeamten, Verfassungsschützern und Datenschützern zum von der Landesregierung vorgelegten Gesetzentwurf gehört. Über Sinn und Zweck des von der Landesregierung vorgelegten Gesetzentwurfs muss ich nichts sagen. Das wurde schon gesagt, und es steht ja auch mit aller wünschenswerten Klarheit ab Seite 11 in der Drucksache 20-1090 drin. Nachdem das Sicherheitsüberprüfungsgesetz des Bundes im Juni 2017 umfassend überarbeitet worden ist, soll nun auch das hessische Sicherheitsüberprüfungsgesetz weitgehend an diese Änderungen angepasst werden. Es war ohnehin auf 7 Jahre befristet und wäre ohnehin zu überarbeiten gewesen. Nun soll es bis 2026 gelten. Die Anhörungen zeigten, dass die Änderungen von allen Angehörten begrüßt werden. Dem haben wir bis auf 3 Ergänzungswünsche, die jedoch unsere Zustimmung nicht hindern, nichts hinzuzufügen. Insbesondere die Stellungnahme des sehr geschätzten Herrn Prof. Dr. Ronellenfitsch war sehr überzeugend. Im Spannungsverhältnis zwischen Sicherheit und Datenschutz bzw. Bürgerrechten auf informationelle Selbstbestimmung hat er erklärt, dass auch die Verfassungsschutzbehörden unter zuverlässiger Kontrolle der Datenschützer stehen. Uns genügt das. Nachdenklich muss machen, was der Datenschützer Roland Schäfer in der Anhörung gesagt hat. Es muss ein Weg geschaffen werden, auf dem Bürger vor Gericht ziehen könnten und dort oder im parlamentarischen Kontrollverfahren auf einem dem Geheimhaltungsbedürfnis Rechnung tragenden Verfahren Löschung von Daten zu erreichen oder Auskunft darüber erreichen zu können, wann und an wen welche über sie gesammelten Daten weitergegeben worden sind. Außerdem muss es statistische Informationen vom Landesamt für Verfassungsschutz darüber geben, wie viele Menschen sicherheitsüberprüft werden. Drittens muss es zuletzt eine Protokollierung von Datenzugriffen geben. Der Bund hat eine solche Regelung, und andere Bundesländer haben sie auch. Diese Protokollierung sollte es auch in Hessen zwingend geben, wie auch Herr Ronellenfitsch betonte. Wie froh waren wir hier im Landtag, dass es dem Innenminister möglich war, die Datenabfragen über die Privatanschrift jener Frankfurter Rechtsanwältin, die dann per Mail und per Fax so übel bedroht worden ist, nachzuverfolgen und bis auf einen ganz bestimmten Computer in einem Frankfurter Polizeirevier zurückzuverfolgen. So etwas sollte natürlich auch beim Hessischen Landesamt für Verfassungsschutz möglich und sogar selbstverständlich sein. Die Bedenken der SPD teilen wir nicht. Gegen die Schufa-Abfrage haben wir ebenso wenig wie Herr Prof. Ronellenfitsch. Die Sichtung von Internetseiten und Mitgliedschaften in sozialen Netzwerken, die ja auch jedem Privatmann erlaubt sind, halten wir nicht für kritisch. Und die Abfragen von eigenen Webadressen oder öffentlichen Mitgliedschaften in sozialen Netzwerken bei Bewerbern für sicherheitskritische Positionen ebenfalls nicht. Wir haben deswegen schon im Innenausschuss dem Entwurf zugestimmt und werden dies auch heute tun. Dass die vorgenannten 3 Ergänzungen, die wir uns wünschen, noch fehlen, sollte bald behoben werden. Unsere Zustimmung hindert das nicht. Vielen Dank.
Vielen Dank, Kollege Wiesebach. Das Wort hat der Abg. Günter Rudolph, SPD. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben einen Änderungsantrag in der Tat eingebracht nach der Anhörung. In der Anhörung wurden Argumente vorgetragen von den Experten und Anzuhörenden, die bereits vor 5 Jahren eine Rolle gespielt haben beim Gesetzgebungsverfahren, aber offensichtlich bei CDU und GRÜNEN keine Rolle spielen. Wir wollen, und das ist der erste Teil der Änderungen, dass die Einhaltung einer Datenübersicht in der Schufa Holding AG, dass das bei der Sicherheitsüberprüfung ausgeschlossen werden soll. Warum? Dies hat nicht nur der hessische Datenschutzbeauftragte, sondern auch der bayerische Datenschutzbeauftragte thematisiert und kritisiert. Das ist eine privatrechtliche Organisation. Da stellt sich erstens die Frage der Zuverlässigkeit. Zweitens bekommt man dann die Auskünfte, die über eine Person relevant sind, weil es könnte ja noch andere Institute geben, bei denen man Krediteverbindlichkeiten hat. Deswegen ist das nur ein Teilsegment und nach unserer Auffassung nicht seriös und nicht zielführend. Übrigens, das war schon vor Jahren eine Diskussion. Mich verwundert, uns verwundert, dass insbesondere auch die GRÜNEN da kein Problem sehen, dass man sich ausschließlich auf die Schufa kapriziert und alle anderen Organisationen damit nicht einbindet. Ja, das ist ein, Herr Kollege, das ist ein Argument, das müssen Sie mal erläutern, warum Sie das als einziges darstellen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und die Regelung in der Gesetzgebung ist uns zu unbestimmt, und da verweisen wir auf die Stellungnahme der Datenschutzbeauftragten. Sie ist als verfassungskonformer Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung nicht geeignet. Das ist übrigens ein Punkt, den wir sehr ernst nehmen sollen. Wir haben den Eindruck, das tun insbesondere auch die GRÜNEN nicht. Wir wollen weiterhin die Ermächtigungsgrundlage für die Sichtung von Internetseiten und Mitgliedschaften in sozialen Netzwerken gestrichen haben. Auch da können wir keinen Mehrwert erkennen. Und warum man dann beispielsweise, bei den Angaben zur Person auch noch eine Mitglieds-IT angeben muss, erschließt sich uns auch nicht. Jedenfalls konnte man in der Begründung des Gesetzestextes das nicht nachlesen. Und die Anzuhörenden haben auch dazu sich kritisch geäußert. Das sind sehr markante Punkte. Und wenn eben Vertreter der AfD sagen, das spielt ja alles keine Rolle, mit Sicherheitsdingen müssen überprüft werden. Natürlich wollen wir, dass Personen, die in sicherheitsrelevanten Bereichen unterwegs sind, auch überprüft werden dürfen. Sie haben ja den Fall der Frankfurter Rechtsanwältin, die mit Morddrohung belastet. Übrigens ist ein Jahr her. Irgendwann müssen auch mal Ergebnisse kommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das will ich Ihnen auch mal sagen, Herr Innenminister, weil Sie ja grundsätzlich alles richtig machen. Das wird dann die nächste parlamentarische Initiative von uns sein. Nach über einem Jahr muss es auch mal Ergebnisse und Erkenntnisse geben. Das ist auch ein Punkt, der wichtig ist. Von daher halten wir die Änderungsanträge in der Sache für gerechtfertigt. Sie greifen Hinweise und Erläuterungen von Experten ein. Das ist ja übrigens Sinn der Anhörung, dass man daraus was lernt. Das sind zum Teil jahrelange Diskussionen. Und von daher sind die Anträge sinnhaft und sachgerecht. Und wir bitten um Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rudolph. Das Wort hat der Abg. Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben uns bei der Einbringung des Gesetzentwurfs bereits kritisch geäußert. Nach der Anhörung von Sachverständigen sehen wir uns darin bestätigt. Deshalb lehnen wir den Gesetzentwurf auch ab. Die Mängel im Gesetz zur Sicherheitsüberprüfung durch das Landesamt für Verfassungsschutz werden nämlich mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht behoben. Die drei Hauptgründe möchte ich hierzu benennen. Erstens. Wir haben als LINKE schon die vorangegangene Novelle aus prinzipiellen Gründen abgelehnt. Die damaligen Ablehnungsgründe bleiben auch im neuen Gesetz bestehen. Das wurde sehr qualifiziert, z.B. von den Datenschützern Rhein-Main im Innenausschuss vorgetragen. Die mangelnde Kontrolle des Geheimdienstes steht immer weiteren und tiefergreifenden Befugnissen entgegen. Wir wollen diese Eingriffstiefe in Bürgerrechte nicht und schon gar nicht ohne qualifizierte rechtliche wie parlamentarische Kontrolle. Zweitens. Vom hessischen Datenschutzbeauftragten wie auch von weiteren Sachverständigen wurde deutliche Kritik an der Einbeziehung der Schufa per Gesetz geübt. Das ist ja schon dargestellt worden. Das ist ein privatrechtliches Unternehmen. Die Datenlage und die Möglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger, diese nachzuvollziehen oder gegen Fehler vorzugehen, geht gegen Null. Das konnte nicht erklärt werden. Drittens. Aus unserer Sicht konnte weder mit dem Landesamt
als auch durch das Bundesamt für Verfassungsschutz geklärt werden, ob mit den Gesetzesänderungen föderale Probleme nun behoben oder verstärkt werden. Einerseits sagte das Bundesamt, die Regelungen auf Bundesebene seien schon wieder zu novellieren. Andererseits soll das hessische Recht an Bundesrecht angeglichen werden. Das ist ein großer Widerspruch. Zudem machte das Bundesamt dann aber selber eine Fülle von Änderungsvorschlägen in der Anhörung. Das ließ sich so für mich überhaupt nicht auflösen. Aber im Zweijahresrhythmus ständig Gesetze in Bund und Ländern zu novellieren, wirkt wie ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für Juristen. Rechtsklarheit schafft das nicht. Dem Änderungsantrag der SPD können wir und wollen wir zustimmen. Er versucht wenigstens einen Teil der Kritik aufzunehmen und zu beheben. Aber die Regierungsfraktionen werden dies, wie alle Vorschläge der Opposition, ablehnen. Und ein gutes Gesetz würde es aus unserer Sicht auch durch den Änderungsantrag der SPD nicht werden. Deshalb bleibt es so oder so bei einem Nein der LINKEN zu den immer neuen Änderungen beim insgesamt nicht guten Sicherheitsüberprüfungsgesetz. Herzlichen Dank, Herr Kollege Schaus. Nächster Redner für die Fraktion der Christdemokraten ist der Abg. Christian Heinz für wie viel sage und schreibe 5 Minuten, glaube ich. Bitte schön, Sie haben das Wort, Herr Kollege. Vielen Dank, Herr Präsident, für die Erteilung des Wortes. Zweite Lesung des Hessischen Sicherheitsüberprüfungsgesetzes. Ich glaube, wenn man mal jetzt diese zwei, drei Nicklichkeiten, über die hier noch gestritten wird, mal beiseite legt, sind wir uns im Großen und Ganzen einig, dass die kleine Zahl an Beamten und Bediensteten des Landes, die in dem hochsensiblen Bereich arbeitet, Landesamt für Verfassungsschutz und an wenigen weiteren Stellen, wo Zugang zu hochsensiblen Informationen besteht, dass die einer besonderen Überprüfung bedürfen. Und Widerspruch habe ich jetzt auch nicht gehört, dass es durchaus sinnvoll ist, wenn Bund und auch die Länder, egal wie sie regiert sind, ob rot, grün, gelb, schwarz, blau oder was es auch immer gibt an Farben, dass sie auch einigermaßen ähnlich oder harmonisch dort vorgehen, weil auch natürlich diese Daten ja untereinander ausgetauscht wird, da gibt es Zusammenarbeit. Und da hat es durchaus aus unserer Sicht Sinn, wenn jetzt wie von der Landesregierung vorgeschlagen, eine gewisse Harmonisierung mit Vorschriften des Bundes und auch anderer Länder erfolgen soll. Es gibt zwei Punkte, über die hier noch gestritten wird, zu denen es auch einen Änderungsantrag der Sozialdemokraten gibt. Einmal die Frage Daten der Schufa. Die SPD will das raushaben. Wir sehen das anders. Wir sehen das so, wer einen Handyvertrag abschließt, wer eine Wohnung mietet, wer allerlei Geschäfte des täglichen Lebens eingeht, der muss immer damit rechnen, dass ein Händler auch bei der Schufa mal nachfragt, ob jemand solvent ist. Und da muss doch erst recht gelten, dass einer der wenigen, die Zugang zu hochsensiblen Daten hat, dass man da mal schaut, ob die wirtschaftlich noch solvent sind oder ob sie vielleicht sogar erpressbar sind, weil sie in großer finanzieller Not stecken oder Forderungen nicht mehr bedienen können. Wir teilen diese Bedenken nicht, die Sie da aufgemacht haben. Und wir wollen nicht, dass Personen, die möglicherweise erpressbar sind, in einem schwierigen Bereich eben arbeiten. Und Sie sagen, Sie greifen die Schufa heraus. Die Schufa hat neben vielen Vorteilen, dass sie in Wiesbaden sitzt, auch natürlich den Vorzug, dass sie nach wie vor die größte Auskunftsteil ist. Und sie steht unter dem strengen und sehr umsichtigen Regiment des Hessischen Datenschutzbeauftragten. Das heißt, in Hessen ist die Güte natürlich auch besonders gut, was im Umgang mit diesen Daten dort auch gelten muss. Und wenn man dem Datenschutzbeauftragten richtig zugehört hat in der Anhörung, da hat er sich sehr abgewogen geäußert. Er hat nicht apodiktisch gesagt, das darf man nicht machen, sondern er hat, glaube ich, eine kluge Antwort gegeben. Er hat das viel eben schon mal. Er hat auch gesagt, auch die Sicherheitsbehörden stehen natürlich unter seiner Aufsicht, deren Tätigkeit. Und ein apodiktisches Nein, das hat anders geklungen, sodass dieser Komplex Schufa, glaube ich, nicht so bedenklich ist, wie er hier dargestellt wird. Der zweite Punkt, und das verwundert mich noch mehr, dass es jetzt noch einmal aufs Tableau gebracht wird, die Frage soziale Netzwerke, was veröffentlichen Personen für jedermann zugänglich im Internet? Also, meine liebe Leute, da muss es doch möglich sein, bei frei zugänglichen Daten auf Webseiten oder für jeden sichtbaren Facebook-Eintragen einmal zu schauen durch ein, zwei Klicks, ob das ein Rechtsextremist ist, ein Linksextremist oder sonst irgendein Struppi, den wir in dem Bereich nicht haben wollen. Und das macht auch übrigens jeder private Arbeitgeber, dass er mal in einer 1-Minuten-Recherche mal schaut, was die Leute dort von sich geben. Und das muss doch erst recht gelten bei dem 1 Promille,
die Zugang zu Daten des Landesamts für Verfassungsschutz oder ähnlicher Qualität eben haben. Was wäre denn hier los im Landtag, wenn dort jemand beschäftigt würde, wo sich dann herausstellt, mit einer Recherche von einer Minute oder zwei Minuten hätte man jederzeit sehen können, dass das ein Rechtsextremist ist. Was würden Sie da hier für ein Theater machen? Also, wenn man das alles zusammenbindet, ich glaube, wir sind uns zu 95% einig. Es gibt zwei Punkte, da sind wir auseinander. Ich habe unsere Meinung zu dem Änderungsantrag vorgetragen, den werden wir ablehnen. Es ist aber so oder so, ob man das so sieht wie die SPD oder wie wir, es ist ein guter Gesetzentwurf. Wir werden dem unverändert heute zustimmen und werden das Gesetz anpassen an die Notwendigkeiten der Zeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Heinz. Nächster Redner ist der Kollege Schauder für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident. Ich denke, ich werde auch gar nicht fünf Minuten brauchen, um auf die aufgeworfenen Fragen Stellung zu nehmen. Vieles ist in der Debatte schon gesagt worden. Wir sind uns einig in dem Ziel, dass wir durch die Sicherheitsüberprüfung auch sicherstellen wollen, dass in sicherheitsrelevanten Bereichen unserer Behörden, aber auch private Unternehmen Leute arbeiten, denen wir vertrauen können, die verlässlich sind und nicht erpressbar sind. Da herrscht große Einigkeit. Ich denke, das hat sich auch nach der Anhörung im Ausschuss nicht im Wesentlichen geändert. Zwei Punkte hat die SPD besonders kritisiert, hat einen Änderungsantrag gestellt. Herr Rudolph, Sie haben mich ja indirekt auch schon gebeten, dazu kurz Stellung zu nehmen. Der Bitte komme ich auch wahnsinnig gerne nach. Erstmal zu dem Punkt der Schufa. Das Landesamt für Verfassungsschutz fragt ohnehin die BewerberInnen nach ihrer finanziellen Situation. Das ist erstmal auch nicht zu bemängeln. Wenn die BewerberInnen dann rumdrucksen, dann kann die Schufa ein sinnvolles Hilfskriterium sein, nicht mehr und nicht weniger. Ist die der BewerberIn zuverlässig? Ist die der BewerberIn vielleicht erpressbar? Dafür kann die Schufa nützlich sein. Die Bewertungen der Schufa greifen aber auch erheblich in den Alltag der Bürgerinnen und Bürger ein, bei Handyverträgen, bei Krediten, bei der Wohnungssuchung. Das ist uns bekannt. Das ist nicht nur uns bekannt, das ist auch der damaligen Bundesjustizministerin Katharina Barley bekannt. Die hatte kritisiert, dass die Kriterien nicht wirklich nachvollziehbar seien, hat damals im letzten November auch angekündigt, dass man das prüfen wolle, dass die Bundesregierung sich damit beschäftigen würde. Bislang ist da aber in dem Bereich leider gar nichts passiert. Ich für meinen Teil würde es begrüßen, wenn die aktuelle Bundesjustizministerin auch dieser Ankündigung mal folgen würde. Dann müssten wir auch gar nicht über die Kriterien der Schufa diskutieren. Die Frage, warum nur die Schufa, Herr Rudolph, die haben Sie aufgeworfen. Ich will sie beantworten und zitiere dabei Herrn Prof. Dr. Ronellenfitsch. Meiner Meinung nach hat er die im Ausschuss auch in der Anhörung geliefert. Er hat zwar die Nützlichkeit grundsätzlich bezweifelt, aber auch gesagt, und da schließe ich mich ihm an, die Schufa ist die größte Auskunftsdatei. Andere haben wirklich unseriöse Kriterien. Da wird zum Teil nach dem Vornamen gerankt. Das wollen wir nicht. Das ging uns eindeutig zu weit. Wir wollen das im Gesetz bestimmt halten. Deswegen nur die Schufa und nicht noch weitere Möglichkeiten eröffnen. Das zweite große Thema, das Sie angesprochen haben, oder naja, groß in Relation, naja, das war die Frage nach den sozialen Netzwerken. Ich gebe ehrlich die Antwort. Ich finde, da hat Ihre Parteifreundin im Deutschen Bundestag in der 221. Sitzung des Deutschen Bundestags eine Antwort gegeben. Ich möchte Ihnen mal kurz vorlesen, Frau Susanne Mittag von der SPD. Sie hat gesagt im Plenum, es versteht sich von selbst, dass Bewerberinnen und Bewerber für so sensible Tätigkeiten ihre öffentlich zugänglichen Accounts sozialer Netzwerke und ihre eigenen Internetseiten angeben. Wir sollten uns dabei aber wirklich nicht nur auf die eigenen Seiten beschränken, sondern sollten auch die Möglichkeit nutzen, öffentlich zugängliche Seiten einzusehen, die eben nicht von den Betroffenen verwaltet werden. In Zeiten von mit Hassnachrichten explodierenden Kommentarzeilen von Online-Zeitungen und anderen Internetseiten erscheint es nur sinnvoll, eben auch diese für die Bewertung heranzuziehen. Es kann ja sein, dass jemand auf seinem Facebook-Profil nur Katzenbilder teilt. Das heißt aber nicht, dass dieser auf anderen Seiten nicht rassistisch oder extremistisch äußert. Das muss bei der Sicherheitsüberprüfung berücksichtigt werden. Ich denke, das werden wir alle im Saal nachvollziehen können. Zitat Ende. Es kommt nicht oft vor, aber in dem Fall möchte ich mich Ihrer sozialdemokratischen Kollegin anschließen. Das spiegelt sich dann auch in unserem Gesetzentwurf wider.
Ich möchte noch anmerken, Herr Kollege Schaus, Sie haben nämlich die Frage nach der Rechtssicherheit aufgeworfen. Das hat auch der Vertreter des Bundesamtes für Verfassungsschutz beantwortet. Ihm ging es vor allem um die Tiefe der Überprüfung. An der Stelle ist mir noch einmal wichtig zu betonen, dass das Gesetz im Bund, auch das, was die sozialdemokratische Kollegin dort genannt hat, nämlich alle möglichen Seiten, nicht nur die des Accountinhabers zu sichten, tiefer geht als wir in Hessen. Das geht uns entschieden zu weit. Da haben wir eine kleine Einschränkung. Und dann muss ich sagen, auch nach der zweiten Lesung heute hier im Landtag, muss ich sagen, das ist ein Gesetzesentwurf mit Augenmaß. Ich kann mich dem weiter anschließen und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke schön, Herr Kollege Schauder. Nächster Redner für die Fraktion Die Freien Demokraten ist der Abg. Müller. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Auch ich danke zunächst für die Worterteilung, wenn das so üblich wird. Nein, oder ja. Ich habe mich ist angemessen. Ich habe mich gerade gefragt, Herr Schauder, wie die GRÜNEN sich so im Bundestag zu dem Gesetzentwurf positioniert hätten, weil das schon so ein bisschen offensichtlich bei Ihnen die Rolle Opposition oder dann doch in der Regierungsbeteiligung ist. Mal kämpfe ich für Bürgerrechte und anderes und mal eher etwas weniger. Hier offensichtlich eher etwas weniger. Deswegen, meine Damen und Herren, will ich neben den Punkten, die jetzt schon aufgeführt wurden, noch weitere anführen. Und wenn schon immer auf Datenschutzbeauftragten Bezug genommen wird, dann machen Sie es doch in allen Punkten. Und der Datenschutzbeauftragte hat noch verschiedene Aspekte angesprochen, mit denen er ganz und gar nicht zufrieden war. Das betrifft die Vorschrift des § 32a, der die Befugnisse des Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit beschränkt. Das fand er gar nicht so toll. Interessiert Sie offensichtlich nicht. Ich habe es im Ausschuss angesprochen und auch gebeten, einen Hinweis zu geben, falls irgendwie Bereitschaft besteht, dort etwas zu ändern. Dann hätten wir auch noch uns entsprechend mit einer Initiative beteiligt. War aber nicht der Fall. Ein zweiter Punkt, Überprüfung von Gewerbetreibenden. In dem Gesetzentwurf ist die Auskunft aus dem Gewerbezentralregister gefordert. Darin werden alle Bußgeldbescheide ab 200 € aufgeführt. Meine Damen und Herren, das ist ein Eingriff in den Bereich der Gewerbetreibenden, der relativ weit geht. Auch das wurde entsprechend kritisiert, und auch das hätte man durchaus rauslassen können, weil es nicht zwingend erforderlich ist. Und dann ist auch sehr spannend, neben den Datenschutzbeauftragten wird dann auch immer das Bundesgesetz herangezogen. Und ja, wir sehen uns ein, wir brauchen eine Sicherheitsüberprüfung, und ja, sie sollte auch möglichst weitgehend identisch sein, damit es nicht zu kompliziert wird. Aber warum steht dann im Bundesgesetz eine Verpflichtung zur Protokollierung von Datenzugriffen und Übermittlungen und im Landesgesetz nicht? Warum nicht? Das frage ich mich wirklich. Es wird im Moment vielleicht noch nicht digital durchgeführt, aber ich hoffe doch, Herr Minister, dass wir das bald hinbekommen, und Frau Sinimus, dass wir das bald hinbekommen, das digital auszugestalten. Und dann wäre ich schon dankbar, wenn wir es schaffen würden, dass man dann auch sieht, wer wann auf welche Daten zugegriffen hat, meine Damen und Herren. Das Thema Schufa wurde angesprochen, auch das Thema Zugriff auf die Internetseiten und soziale Netzwerke. Es sind mehr als genug Gründe. Auch der bayerische Datenschutzbeauftragte, Hessen schaut ja auch immer mal, was machen die Bayern, der hat sich besonders kritisch geäußert an einigen Stellen. Auch das scheint Sie nicht zu berühren. Sie bleiben bei Ihrem Gesetzentwurf und sagen, er ist maßvoll und angemessen. Ich glaube das nicht. Deswegen werden wir als Freie Demokraten den Gesetzentwurf ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Ich glaube, jetzt ist der Staatsminister dran. Herr Staatsminister, wir haben keine weiteren Wortmeldungen mehr von den Abgeordneten. Dann ist der Minister Beuth dran. Herr Staatsminister, bitte schön. Ich freue mich, wenn ich das Wort erteilt bekomme. Meine Damen und Herren, in der Tat, die Änderung des Hessischen Sicherheitsüberprüfungsgesetzes ist eine zeitgemäße wie effektive eine zeitgemäße Überarbeitung des Gesetzes. Und wir werden dort eine effektive Überprüfung sicherstellen können. Meine Damen und Herren, die Anpassungen, die wir hier vorgenommen haben, entsprechen einem guten Standard im Geheim- und Sabotageschutz. Und das bildet der Gesetzentwurf ab. Es sind ein paar einzelne Punkte angesprochen worden, die ich zumindest kurz aufgreifen möchte. Ich finde, dass wir mit dem Gesetzentwurf dafür gesorgt haben, dass wir effizientere Verfahrensabläufe in Zukunft haben werden. Elektronische Form wird eine Rolle spielen, Herr Kollege Müller. Wir werden die Transparenz für die
Betroffenen oder für die Überprüften weiter erhöhen, indem sie künftig über die Ergebnisse der Sicherheitsüberprüfung eine Mitteilung erhalten. Wir werden, und das ist hier gerade diskutiert worden, natürlich dafür Sorge tragen im Gesetz, dass die Sichtung von Internetseiten und Mitgliedschaften in sozialen Netzwerken zumindest bei den Sicherheitsüberprüfungen 2 und 3 ermöglicht werden. Weil, das ist doch auch für jeden nachvollziehbar. Niemand würde akzeptieren, dass wir öffentlich zugängliche Quellen am Ende zwar hätten nutzen können, sie aber nicht genutzt haben und dadurch ein Schaden entstanden ist. Ich glaube, da sollten wir hier wirklich die Kirche im Dorf lassen. Das müssen wir ermöglichen, zumindest wie gesagt, bei den Sicherheitsüberprüfungen Ü2 und Ü3. Meine Damen und Herren, einen letzten Punkt. Die anderen sind ja schon angesprochen worden. Die Frage der Befugnisse des Hessischen Datenschutzbeauftragten. Und da, Herr Kollege Müller, will ich Ihnen die Antwort nicht schuldig bleiben. Wir haben den § 32a in unserem Gesetz, den des § 36a auf der Bundesebene nachgebildet. Und so, wie wir uns insgesamt darum bemüht haben, sehr synchron die beiden Gesetze auf der Bundes- und auf der Landesebene abzubilden, ist das in diesem Punkt auch. Deswegen sind wir auf die Kritik des Datenschutzbeauftragten nicht eingegangen, weil im Prinzip die Regeln genauso auch auf Bundesebene gelten. Meine Damen und Herren, es ist eine, wie gesagt, es ist die zeitgemäße, die effektive Überprüfung über das Sicherheitsüberprüfungsgesetz für bestimmte Fälle, für bestimmte Menschen, die in besonderen Bereichen sich um die Sicherheitsinteressen auch des Landes mitzukümmern haben, sichergestellt. Ein gutes Gesetz. Ich würde darum bitten, dass es so verabschiedet wird. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Damit sind wir am Ende der Beratungen. Ich lasse zuerst abstimmen den Änderungsantrag der Fraktion der SPD. Das ist die Drucksachennummer 20-1666. Wer für die Annahme des Änderungsantrags ist, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der SPD, die Fraktion DIE LINKE und die Fraktion der Freien Demokraten. Wer ist gegen die Annahme? Das ist die Fraktion der Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, CDU und AfD. Damit enthält sich jemand der Stimme? Bei keiner Enthaltung. Damit ist der Antrag abgelehnt. Jetzt lasse ich abstimmen über den Gesetzentwurf in zweiter Lesung in der Fassung der Beschlussempfehlung. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, CDU und AfD. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion DIE LINKE, SPD und die FDP. Wer enthält sich der Stimme? Niemand. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen und erhoben zum Gesetz. Herzlichen Dank.